Wir beginnen mit dem Unterthema generische Klassen. Diese Klasse Paar ist ein erstes einfaches Beispiel. Bis hierhin ist alles noch normal wie immer. Eine Public-Klasse mit Namen Paar. Dies jetzt ist neu. T1 und T2 sind Platzhalter für zwei Klassen. Wir sagen, Klasse Paar ist generisch oder auch Klasse Paar ist mit T1 und T2 parametrisiert. Andersherum sagen wir, T1 und T2 sind die Typparameter von Klasse Paar. Typparameter kommen wie hier direkt nach dem Klassennamen in spitzen Klammern, also kleiner, größer Zeichen und untereinander durch Kommas getrennt. Erst bei der Einrichtung von Variablen und Objekten der Klasse Paar werden T1 und T2 festgelegt. Das werden wir gleich sehen. Das erste Attribut der Klasse Paar ist vom Typ T1, kann also in verschiedenen Objekten der Klasse Paar von unterschiedlichem Typ sein. Dasselbe gilt für das zweite Attribut. Die Methoden der Klasse Paar passen nicht mehr auf diese Folie. Wir werden beispielhafte Methoden auf den nächsten Folien durchgehen. Hier die Get- und die Set-Methode für das erste Attribut. Die Get- und die Set-Methode für das zweite Attribut sind bis auf den Typ T2 statt T1 identisch. Daher betrachten wir diese Methoden hier nicht. Der Rückgabetyp der Get-Methode ist ja immer der Typ des Attributs. Da der Typ des Attributs nicht festgelegt, sondern durch den Typparameter T1 repräsentiert wird, steht auch hier der Typparameter anstelle des konkreten Typs. Analog der Typ des Parameters der Set-Methode ist eigentlich der Typ des Attributs. Der ist aber noch nicht festgelegt, sondern wird auch hier repräsentiert durch den Typparameter T1. Jetzt ein Konstruktor. Dieser Konstruktor soll einfach die beiden Attribute initialisieren, mehr nicht. Die beiden initialisierenden Werte erhält er als Parameter. Wie bei der Set-Methode eben, sind auch hier die Typen der beiden Parameter nicht festgelegt, sondern durch die beiden Typparameter, also T1 und T2, repräsentiert. Jetzt richten wir zum ersten Mal eine Variable und ein Objekt der generischen Klasse Paar ein. Das ist jetzt der Punkt, wo wir die konkreten Typen festlegen müssen. Der erste Typ, also der durch T1 repräsentierte, wird Klasse Integer sein. Wir richten eine Variable und ein Objekt der Klasse Integer ein, die wir dann zur Initialisierung des Paarobjektes nutzen werden. Der zweite Typ, also der durch T2 repräsentierte, wird Klasse Double sein. Hier wird die Variable eingerichtet. In denselben spitzen Klammern, also kleiner größer Zeichen, wo bei der Definition der Klasse die Typparameter standen, stehen jetzt die konkreten Typen. Integer und Double. Hier wird das Objekt erzeugt. Auch hier schreiben wir wieder Integer und Double in Spitzenklammern hinter den Klassennamen. Die Parameter des Konstruktors waren ja vom formalen Typ T1 bzw. T2. Beim Aufruf also die beiden konkreten Typen, Integer und Double. Als nächstes eine beispielhafte Verwendung der Get- und Set-Methoden. Wieder nur für das erste Attribut, denn die Get- und Set-Methoden für das zweite Attribut sind völlig analog. Als erstes ein Aufruf der Get-Methode. Der Wert des Attributs wird zurückgeliefert. Da der Attributtyp eine Klasse ist, wird also ein Verweis auf das Objekt zurückgeliefert, auf das auch Attribut 1 verweist. Dieser Verweis wird in der Variablen i1 gespeichert. Die Klasse Integer hat bekanntlich eine Methode intValue, die den Int-Wert zurückliefert, der im Integer-Objekt gespeichert ist. Bei der Einrichtung des Objektes hatten wir den Wert 123 gespeichert, genau der kommt natürlich hier wieder heraus. Jetzt richten wir ein neues Objekt ein, das den Int-Wert 234 intern speichert und lassen die Variable i2 auf dieses Objekt verweisen. Das machen wir natürlich nur, um jetzt den Wert des ersten Attributs mittels Set-Methode zu überschreiben.
Ab jetzt verweist das erste Attribut des Paarobjektes auf das neue Integer-Objekt, welches eben 234 speichert. Nicht nur ganze Klassen, sondern auch einzelne Methoden können generisch sein. Dazu eine einfache Beispielklasse x. Wenn wie hier eine einzelne Methode parametrisiert wird, dann sieht das syntaktisch genauso aus wie bei parametrisierten Klassen. Spitze Klammern drumherum und die einzelnen Typparameter durch Kommas getrennt. Diese Parametrisierung steht vor dem Rückgabetyp. Dadurch kann der Rückgabetyp schon parametrisiert sein, denn die Typparameter sind an dieser Stelle ja schon eingeführt. Zurückgeliefert wird also ein Paar, dessen zwei Attribute die beiden Typparameter der Methode als Typen haben. Der Sinn der Methode bauePaar ist, die beiden Parameter der Methode zu einem Paar zusammenzufassen. Durch den Konstruktor wird diese Methode ein Einzeiler. In der Praxis lohnt sich eine solche Methode bauePaar sicher nicht, denn man könnte anstelle des Aufrufs von bauePaar ja auch gleich direkt das Objekt mit diesem Konstruktoraufruf einrichten. Aber hier kommt es ja nur darauf an, dass bauePaar ein schönes kleines illustratives Beispiel für generische Methoden allgemein ist. Nach diesem einführenden Beispiel betrachten wir als nächstes die Typparameter etwas systematischer. Dass Integer und Double als Typparameter gehen, haben wir schon gesehen. Genauso sind beispielsweise auch diese beiden Typparameter möglich. Die allgemeine Logik ist ganz einfach. Alle Klassen sind möglich, Interfaces und Array-Typen sind ebenfalls möglich. In jedem möglichen Fall können wir dasselbe machen wie vorher mit Integer und Double, zum Beispiel bauePaar aufrufen. Was ist aber mit primitiven Datentypen? Fangen wir noch einmal systematisch an. Beliebige Klassentypen sind möglich, so wie in diesem weiteren Beispiel. Übrigens auch generische Typen wieder. Primitive Datentypen gehen hingegen nicht. Der primitive Datentyp int ist nicht als konkreter Typ möglich. Der primitive Datentyp double natürlich auch nicht. Das ist sehr schade, denn sehr häufig hätte man gerne primitive Datentypen als Typparameter. Man muss sich dann wie im einführenden Beispiel damit behelfen, dass man die primitiven Datentypen in die zugehörigen Klassen wie etwa Klasse Integer und Klasse Double einkapselt. Ein Punkt ist zu beachten, auch wenn hinter jeder Variable einer Basisklasse natürlich weiterhin ein Objekt einer abgeleiteten Klasse stecken kann, auf Typebene kann die Basisklasse nicht durch eine abgeleitete Klasse ersetzt werden. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, betrachten wir eine Klasse X, eine von Klasse X unmittelbar abgeleitete Klasse Y und eine von X mittelbar abgeleitete Klasse Z. Wie diese drei Klassen genau aussehen, interessiert uns in diesem Zusammenhang überhaupt nicht. Jetzt haben wir eine Klasse mit einer Methode, die ein Paar als Parameter bekommt, das wiederum durch X und Y parametrisiert ist. Diese Methode M ist nicht generisch, denn die beiden Typparameter der Klasse Paar sind ja mit konkreten Typen belegt und somit hat auch der Parameter der Methode M einen festen Typ. Wir richten eine Variable und ein Objekt der Klasse A ein, um damit Methode M aufzurufen. Mit dem festen Typ des Parameters, also mit Pair von Groß X und Groß Y, kann die Methode M natürlich aufgerufen werden. Aber es ist nicht erlaubt, dass anstelle des zweiten Typparameters y bzw. anstelle des ersten Typparameters x jetzt andere, davon abgeleitete Klassen stehen. Das ist mit der Nichtübertragbarkeit von Vererbung auf Typparameter gemeint. Nun ein anderes, absolut grundlegendes Thema. Sehr häufig wird von einem Typparameter erwartet, dass er bestimmte Methoden mit bestimmten Signaturen besitzt. Diese Methoden können dann in den Methoden der generischen Klasse aufgerufen werden.
Verschiedene Programmiersprachen bieten dafür sehr unterschiedliche Konzepte. Das Konzept von Java lernen wir in diesem Beispiel kennen. Dazu erst einmal eine Basisklasse x, von der ist y abgeleitet und davon wiederum z. Wie so häufig interessieren wir uns hier nicht wirklich für die Methodenimplementation, sondern nur für die Methoden an sich. Insbesondere interessieren wir uns nicht dafür, ob die Methoden in x überhaupt implementiert oder nicht vielleicht sogar abstrakt sind. Jetzt benutzen wir diese Basisklasse x, um den Typparameter für die neue Beispielklasse a einzuschränken. Das geht so wie hier. Der Typparameter groß T wird durch das Extens dahingehend eingeschränkt, dass t entweder gleich x ist oder unmittelbar oder mittelbar von x abgeleitet. Wir sagen, Typparameter t ist durch Klasse x beschränkt. Anstelle einer Klasse kann auch ein Interface einen Typparameter beschränken. Wie bisher auch, kann t jetzt verwendet werden als Typ eines Parameters wie hier oder auch als Rückgabetyp oder als Typ einer lokalen Variable oder Konstante. Der entscheidende Punkt wird hier hervorgehoben. In Klasse x sind ja die Methoden m1 und m2 deklariert. Zwar ist m2 in x nicht implementiert, aber das ist egal. Hauptsache deklariert. Weil nun m1 und m2 in x deklariert sind und weil t durch x beschränkt ist, ist es in dieser Methode m erlaubt, m1 und m2 aufzurufen. Genau das ist auch die Motivation dafür, dass Typparameter in Java so eingeschränkt werden können. Denn wenn groß T garantiert entweder gleich x oder abgeleitet von x ist, dann ist absolut sicher, dass in T die Methoden von x bekannt sind. Im aktuellen Typ des Parameters sind auch alle Methoden implementiert, sonst hätte kein Objekt eingerichtet werden können. Daher erlaubt es die Sprache Java, dass die Methoden von x dann auch tatsächlich aufgerufen werden. Jetzt müssen wir noch sehen, wie das mit Variablen und Objekten dieser Beispielklasse A aussieht. Wie gesagt, kann natürlich Klasse x selbst der Typparameter sein. Genauso jede unmittelbar von x abgeleitete Klasse wie y und auch jede mittelbar von x abgeleitete Klasse wie z. Klasse Number hat eine Methode DoubleValue, also haben alle abgeleiteten Klassen ebenfalls diese Methode mit derselben Signatur. Die Semantik ist immer dieselbe. Der Wert, der im Objekt gespeichert ist, wird zurückgeliefert. Und zwar als Double-Wert, egal ob groß T gleich Klasse Double ist oder Klasse Integer oder Klasse Character oder was auch immer. Wie gesagt, soll minus 1 herauskommen, falls der erste Parameter kleiner als der zweite ist. Hingegen plus 1, falls der erste Parameter größer als der zweite ist. Und schließlich 0 ansonsten, also wenn beide Parameter gleich groß sind. Wir können nun Variable und Objekte dieser Klasse MyNumberComparator mit verschiedenen festen Typen einrichten. Wir wissen aber, abgesehen von Number selbst, müssen alle diese Typen unmittelbar oder mittelbar von Number abgeleitet sein. Den vierten Fall, also Klasse Character, nehmen wir auf der folgenden Folie als Beispiel. Dazu richten wir also zwei Variable und Objekte vom Typ Character ein. Der Wert von C1 ist kleiner als der von C2. Hier vergleichen wir C1 und C2 mit Hilfe des passenden Comparators. Dieser Vergleich wird natürlich true zurückliefern. Noch ein zweites, etwas komplizierteres Beispiel für Comparator, das erst so richtig zeigt, wie nützlich Comparator ist. Wir richten dazu eine Klasse ein, die die Stammdaten für einen Studenten oder eine Studentin enthält. Hier in diesem kleinen Beispiel natürlich nur eine kleine Auswahl aller Stammdaten. Für diese Klasse implementieren wir nun zwei Comparator-Klassen, die Studierende nach sehr unterschiedlichen Kriterien ordnen werden. Hier die erste Comparator-Klasse. Mit Comparator-Klasse ist natürlich gemeint, diese Klasse implementiert Interface Comparator. Genau gesagt, in diesem Fall Comparator vom Typ Studi. Wir müssen also eine Compare-Methode mit zwei Studi-Parametern implementieren.
Wie der Name Studiennamenscomparator schon andeutet, sollen die Namen der beiden Studierenden verglichen werden, und zwar in der üblichen Telefonbuchordnung. Das heißt, erst werden die Nachnamen lexikografisch verglichen und nur wenn die Nachnamen gleich sind, werden die Vornamen lexikografisch verglichen. Sind Vorname und Nachname identisch, kann dieser Comparator die beiden Studierenden nicht mehr unterscheiden. Als erstes vergleichen wir also die Nachnamen der beiden Studierenden. Dazu nutzen wir aus, dass die Klasse String eine Methode compareTo mit einem Parameter vom Typ String hat. Diese Methode liefert nach derselben Logik wie bei Comparator eine -1 zurück, falls S1 lexikografisch vor S2 kommt, eine +1, falls S1 lexikografisch nach S2 kommt und 0, falls beide Strings gleich sind. Falls also die beiden Nachnamen gleich sind, werden auf dieselbe Art die beiden Vornamen verglichen und die lexikografische Reihenfolge der beiden Vornamen entscheidet die Reihung der beiden Gesamtnamen. Und falls die beiden Nachnamen nicht gleich sind, entscheidet eben die lexikografische Reihenfolge der beiden Nachnamen. Jetzt die angekündigte zweite Comparator-Klasse für Klassestudi. Diese vergleicht jetzt nicht die Namen, sondern die Matrikelnummern. Wieder Methode Compare mit zwei Parametern vom Typ Studi. Die Matrikelnummer ist vom primitiven Typ Int. Daher können die Matrikelnummern der beiden Studierenden einfach miteinander verglichen werden. Falls die Matrikelnummer des ersten Studierenden kleiner als die des zweiten ist, wird gemäß allgemeiner Logik der Compare-Methode also -1 zurückgeliefert. Und +1, falls die Matrikelnummer des ersten Studierenden größer als die des zweiten ist. Schließlich 0, falls beide Matrikelnummern identisch sind. Sollte jede Matrikelnummer wirklich nur einmal vergeben worden sein, wie es sich gehört, dann kann dieser Fall also nur eintreten, wenn ein Studierender mit sich selbst verglichen wird. Wir kommen zum zweiten Thema des Videos, Collections, das aber sehr viel mit dem ersten Thema Generizität zu tun hat. Wie der Name sagt, sind Collections Sammlungen von Elementen. Diese Elemente sind Objekte eines bestimmten Typs und dieser Typ ist als generischer Typparameter offen gehalten. In Package Java Util finden sich die dafür bereitgestellten Klassen und Interfaces. Die Abkürzung Util steht für Utilities, was man etwas frei als generell nützliche Sachen übersetzen könnte. Natürlich können Sie auch eigene Collection-Klassen implementieren. Zentral ist das Interface Collection. Alle Collection-Klassen implementieren dieses Interface. Nicht zu verwechseln mit einer Klasse namens Collections mit S hinten. Diese Klasse enthält ein paar nützliche Basisalgorithmen. Wir kommen später darauf zurück. List ist ein Interface, das Collection erweitert. List wird von speziellen Collection-Klassen implementiert, die mehr an Funktionalität bieten als andere Collection-Klassen. Auch hier später mehr. Den Durchlauf durch die Elemente einer Collection kann man auf verschiedene Weise organisieren. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich eine besonders flexible Möglichkeit durchgesetzt, nämlich den Durchlauf nicht von der Collection-Klasse selbst, sondern von einer eigens dafür entwickelten, zusätzlichen Klasse durchführen zu lassen, für die sich der Name Iterator etabliert hat. Man iteriert dann über die Elemente mittels eines Iterators. Dieses Konzept und seine Umsetzung in Java werden wir gleich sehr genau besprechen. Hier jetzt ein paar Beispiele für Collection-Klassen in Java Util. In den verschiedenen Klassen sind die Sammlungen von Elementen unterschiedlich organisiert. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die für alle Zwecke gut geeignet ist, sondern verschiedene Collection-Klassen sind für unterschiedliche Zwecke besonders gut geeignet. Im Rahmen dieses Videos können wir auf die einzelnen Möglichkeiten, eine Sammlung von Elementen zu organisieren, nicht eingehen. Das wäre auch kein programmiersprachliches Thema mehr, sondern gehört in den Informatikbereich Algorithmen und Datenstrukturen. Aber da die Algorithmen und Datenstrukturen in Java gut in den Klassen eingekapselt sind, können wir uns in diesem Video auf die Nutzung dieser Klassen konzentrieren, ohne verstehen zu müssen, wie diese Klassen im Private-Bereich nun genau funktionieren. Wir richten eine Variable vom Interface Collection ein, parametrisiert wieder mit der Klasse Number als Beispiel.
Von Interface Collection kann natürlich kein Objekt eingerichtet werden, wohl aber zum Beispiel von der Klasse ArrayList. Diese implementiert Interface Collection, sodass die Adresse des Objektes der Variablen C1 zugewiesen werden kann. Der Typparameter muss natürlich identisch sein. Genau dasselbe bei der Klasse HashSet oder auch bei der Klasse Vector. Der Konstruktor mit leerer Parameterliste richtet jeweils eine leere Sammlung ein. Jetzt füllen wir alle drei Objekte jeweils mit 100 Elementen. Zum Einfügen eines neuen Elements bietet das Interface Collection die Methode Add. Der formale Parameter der Methode Add ist vom Typ Parameter, hier also vom Typ Number. Daher können wir so wie hier den aktuellen Parameter vom Typ Integer wählen. Beziehungsweise Double. Beziehungsweise Float. Nur um das Beispiel einfach zu halten, sind in jeder Collection nur Elemente derselben Klasse gespeichert, Integer, Double oder Float. Wir hätten genauso gut auch mischen können, also Integer, Double und Float in einer Collection. Hier eine Auswahl von Methoden im Interface Collection. Wir gehen nicht im Detail auf diese Methoden ein, sondern nur kurz und übersichtsweise. Methode Add hatten wir schon kennengelernt. Methode AddAll erhält nicht ein einzelnes Element, sondern eine andere Collection als Parameter und fügt alle Elemente aus dieser Collection ein in das Collection-Objekt, mit dem die Methode aufgerufen wird. Die parameterlose Methode Size gibt als Int die Anzahl der Elemente aus, die momentan in der Collection gespeichert sind, ähnlich wie das Attribut Length bei Arrays. Die parameterlose boolsche Methode isEmpty liefert true zurück genau dann, wenn die Collection momentan keine Elemente enthält, also genau dann, wenn Methode size den Wert 0 zurückliefert. Die boolsche Methode contains hat einen Parameter vom Typ Object. Daher kann ein Objekt von einer beliebigen Klasse mit contains darauf getestet werden, ob es in der Collection mindestens einmal enthalten ist. Für den Test wird die Methode equals verwendet, die schon für Klasse Object eingerichtet und daher von allen Klassen ererbt oder überschrieben wird. Wie das mit contains genau funktioniert, sehen wir uns an einem kleinen illustrativen Beispiel an. Wieder eine Variable von Interface Collection. Der dynamische Typ spielt keine Rolle für das Beispiel und ist daher nur durch drei Punkte angedeutet. Zwei String-Variable, die auf unterschiedliche, voneinander völlig unabhängige Objekte verweisen. Diese beiden Objekte enthalten aber dieselben fünf Zeichen. Eines der beiden String-Objekte wird in der Collection eingespeichert und mit dem anderen String-Objekt wird nun Methode contains aufgerufen. Das Ergebnis ist true, denn Methode equals ist so für die Klasse String überschrieben, dass nicht die Objekte selbst identisch sein müssen, sondern es reicht, wenn die beiden Objekte dieselbe Zeichenkette enthalten. Noch eine kleine Variation dieses Beispiels, um den Fall zu erläutern, dass 0 anstelle eines Objektes eingefügt und dann auf Enthaltensein getestet wird. Wir fügen also jetzt 0 anstelle eines Objektes ein und befragen die Collection, ob mindestens ein Element mit Wert 0 enthalten ist. Auch in diesem Fall ist das Ergebnis wieder true. Zurück zu unserer Auswahl von Methoden im Interface Collection. Methode ContainsAll verhält sich zu Contains wie AddAll zu Add. Diese Methode hat nicht nur ein einzelnes Element wie Contains, sondern eine ganze Collection als Parameter. Sie liefert genau dann True zurück, wenn Contains für alle Elemente in dieser anderen Collection True zurückliefert. Die parameterlose Methode clear entfernt sämtliche momentan gespeicherten Elemente aus der Collection, mit der diese Methode aufgerufen wird. Danach ist diese Collection also leer. Die boolsche Methode remove hat dieselben Parameter wie Methode contains und liefert auch genau im selben Fall true zurück, nämlich wenn der Parameter mindestens einmal via Methode equals in der Collection gefunden wird. Auch bei 0 ist alles dasselbe. Wie der Name sagt, hat Remove aber noch einen Seiteneffekt. Eines dieser Vorkommen wird aus der Collection entfernt.
Bei mehreren Vorkommen entscheidet die Implementation der Collection-Klasse, welches entfernt wird. Ein Interface namens List erweitert das Interface Collection ebenfalls mit dem Elementtyp als Typparameter. Die entscheidende Erweiterung ist konzeptionell. In einer Collection gibt es erst einmal keine Reihenfolge der Elemente, ähnlich wie in einer mathematischen Menge. In einer List ist auf den Elementen eine Reihenfolge definiert. Wie in einem Array können die Elemente über einen Index 0, 1, 2, 3 und so weiter angesprochen werden. Die Methode IndexOf hat einen Parameter vom Typ Object und liefert den ersten Index zurück, an dem der Parameter zu finden ist, wieder mittels Methode equals. Falls der Parameter nicht in der Liste gefunden wird, so wird der unmögliche Index minus 1 zurückgeliefert. Methode set müssen wir uns genauer anschauen. Methode set hat zwei Parameter, einen Index und einen Parameter vom Elementtyp. Der Wert, der in der List momentan an diesem Index gespeichert wird, wird durch den zweiten Parameter ersetzt. Rückgabe ist der alte Wert, also das Element, das vorher an diesem Index war. Falls der Index nicht im Indexbereich der List ist, wird wie bei Arrays eine Index-Out-of-Bounds-Exception geworfen. Diese Methode set ist ein Beispiel für Methoden, die laut offizieller Dokumentation nicht von jeder implementierenden Klasse wirklich wie beschrieben implementiert sein muss. Sie darf auch stattdessen so implementiert sein, dass sie nichts anderes tut, als eine Unsupported Operation Exception zu werfen, um anzuzeigen, dass die Methode zwar implementiert ist, weil sie nun einmal implementiert werden muss, damit die Klasse nicht abstrakt ist. Aber eigentlich ist sie ausgelassen, weil die Datenstrukturen, die die Sequenz der Elemente intern realisieren, eine solche Operation nicht erlauben. Methode set kann auch weitere Exceptions werfen, die diskutieren wir hier aber nicht, dazu schauen Sie sich bei Interesse die offizielle Dokumentation des Interface List an. Methode add ist eigentlich in jeder Hinsicht identisch zur set, mit einer Ausnahme. Methode set überschreibt das Element am gegebenen Index mit dem neuen Wert, wohingegen Methode add das neue Element an diesem Index einfügt, ohne ein anderes Element zu entfernen. Das neue Element wird also unmittelbar vor dem Element eingefügt, das bisher am angegebenen Index stand. Dieses und alle weiteren Elemente mit höherem Index rutschen entsprechend um 1 in ihrem Index weiter. Ein einfaches schematisches Beispiel. Oben ist die Liste vor Aufruf von add, das Element f ist an Position 5. An Position 5 wird x eingefügt. Dadurch ist f von nun an Position 6, g an Position 7 und so weiter. Wir sprechen nur ganz kurz drei ausgewählte Klassen an, die Interface List implementieren, ohne dabei ins Detail zu gehen. Bei Klasse Vektor kann man sich näherungsweise vorstellen, dass da ein Array drin steckt, in dem nicht alle Indizes unbedingt benutzt werden. Wann immer das Array voll ist, also tatsächlich alle Indizes belegt sind, und dann noch ein weiteres Element eingefügt wird, wird das interne Array durch ein größeres ersetzt. Das heißt, alle bisherigen Elemente werden vom bisherigen in das neue, größere Array kopiert und das neu hinzuzufügende Element ebenfalls. In Klasse LinkedList steckt eine Datenstruktur, in der man nicht wie in einem Array auf jedes Element durch seinen Index direkt zugreifen kann, sondern man kann die Elemente nur streng sequenziell durchgehen, bis man zu dem Element gekommen ist, zu dem man eigentlich hin will. Ungefähr so sieht das dann intern aus. Die interne Datenstruktur besteht aus Listenknoten mit zwei Attributen, dem Element selbst und einem Attribut vom Typ der Listenknotenklasse. Ein Attribut eines Klassentyps ist ja bekanntlich nur ein Verweis auf ein Objekt des Typs. Dieser Mechanismus wird hier dazu genutzt, dass jeder Listenknoten durch das zweite Attribut auf den nächsten Listenknoten verweist. Nachteil gegenüber Arrays und Klasse Vektor sind der zusätzliche Speicherplatz für das zweite Attribut und die exorbitante Laufzeit für den Zugriff auf ein bestimmtes Element. Vorteil ist, dass Einfügen und Entfernen von Elementen sowie eine ganze Reihe wichtiger Algorithmen leichter und effizienter gehen. Klasse ArrayList ist ein Kompromiss zwischen Vektor und LinkedList.
So kann man sich die interne Datenstruktur vorstellen. Eine Liste von Arrays, in dem nur die grau angedeuteten Komponenten mit Elementen der Sequenz belegt sind. Wir haben jetzt alle Ingredienzen zusammen für ein absolut grundlegendes Beispiel für die Verwendung von Interface List, nämlich Sortieren, also die Umsortierung der Elemente in eine aufsteigende Reihenfolge. Wir richten eine Liste der Klasse Studie ein, die wir als Beispielmaterial für Comparator schon früher in diesem Video eingeführt hatten. Der dynamische Typ muss natürlich eine Klasse sein, die das Interface List implementiert. Die Matrikelnummern werden zur Illustration ziemlich wild durcheinander gewählt. Und mit diesen Matrikelnummern werden die Studieobjekte dann in die Liste eingehängt. Vor- und Nachname sind für unser Beispiel irrelevant, weil darauf gar nicht zugegriffen wird, daher setzen wir Vor- und Nachname nicht. Diese Variante von Methode Add mit nur einem Parameter ist von Interface Collection geerbt. Klassen, die List implementieren, sind verpflichtet, das neue Element ganz hinten einzufügen. Klasse Collections mit S hinten hat eine Klassenmethode namens Sort, die die Liste, also den ersten Parameter der Methode, aufsteigend sortiert. Die Sortierlogik wird durch den zweiten Parameter definiert, der eine Comparator-Klasse vom selben Elementtyp wie die Liste sein muss. Wir wählen Klasse Matrikelnummer Comparator, also sind die Studierenden in der Liste nach Beendigung der Methode Sort nach ihren Matrikelnummern sortiert. Die kleinste Matrikelnummer zuerst, die größte als letztes. Bei der Übersicht über Klassen und Objekte haben wir das wichtige Thema Iteratoren schon kurz angesprochen. Jetzt behandeln wir das Thema im Detail. Allerdings wie bei Collections nur aus Public-Sicht. Den Private-Bereich, die eigentliche Realisierung, lassen wir aus. Zu jeder Klasse, die das Interface Collection implementiert, gibt es eine eigene Iterator-Klasse mit demselben Typparameter, die das generische Interface Iterator implementiert. Dieses Interface können wir daher zum formalen Parameter jedes Iterators machen. Schon früher hatten wir C1 vom Typ ArrayList, C2 vom Typ HashSet und C3 vom Typ Vektor beispielhaft eingerichtet. Das Interface Collection hat eine Methode Iterator, deren Rückgabetyp das Interface Iterator ist. Jede Collection-Klasse, wie hier ArrayList, liefert ein Objekt von ihrer zugehörigen Iterator-Klasse zurück. Ebenso liefert Methode Iterator von Klasse HashSet einen zu HashSet passenden Iterator. Dasselbe für Klasse Vektor. Den ersten der drei Iteratoren verwenden wir jetzt nach dem typischen Muster, wie man generell mit Iteratoren umgeht. Methode Next liefert ein bislang von diesem Iterator noch nicht geliefertes Element der Collection. Die Reihenfolge, in der die Elemente durch Aufrufe von Next zurückgeliefert werden, ist zunächst einmal generell unbestimmt. Speziell beim Interface List werden die Elemente aber streng nach Position durchlaufen. Zuerst das Element an Position 0, dann das an Position 1 und so weiter. Der Elementtyp der Collection ist ja Number. Daher haben alle Elemente die Methode InValue von Klasse Number. Methode HasNext ist Boolsch. Der Rückgabewert ist True genau dann, wenn mindestens ein Element der Collection noch nicht durch diesen Iterator zurückgeliefert wurde. Betonung liegt auf diesem Iterator. Wir können auch mehrere Iteratoren nacheinander oder sogar gleichzeitig auf derselben Collection haben. Hier sind noch einmal dieselben zwei Java-Zeilen von der letzten Folie. Völlig identisch der Durchlauf durch die zweite Collection mit dem zweiten Iterator. Und natürlich identisch auch die dritte Collection und der dritte Iterator. Bei Arrays hatten wir eine Kurzform kennengelernt für den Standardfall, dass man alle Komponenten nach ihrem Index durchläuft. Eine solche Kurzform gibt es auch für das Interface Collection. Wie die Klasse String nimmt daher das Interface Collection eine Sonderrolle in Java ein, in dem spezielle Syntax bereitgestellt wird. Diese Sonderrolle erhalten dann natürlich auch alle von Collection erbenden Interfaces wie List sowie alle Klassen, die eines dieser Interfaces implementieren. Dazu wieder ein kleines, rein illustrativ gemeintes Beispiel. Alle Elemente einer Collection sollen in der Reihenfolge, die von der Collection-Klasse vorgegeben wird, auf dem Bildschirm ausgegeben werden. Hier ist diese verkürzte Vorschleife. Beachten Sie die strikte syntaktische Analogie zur verkürzten Vorschleife bei Arrays.
Eine Variable vom Elementtyp der Collection enthält nacheinander Verweise auf die einzelnen Stringobjekte, die in der Collection momentan gespeichert sind. Und nach dem Doppelpunkt kommt dann der Name der Collection. Zum Abschluss noch eine wichtige Erweiterung des Konzepts von Elementesammlungen, genannt Map, was unter anderem Abbildung heißt. Und genau darum geht es, wie wir jetzt sehen werden. Wir benutzen dazu eine Beispielklasse x mit einem int-Attribut Wert, das im Konstruktor initialisiert und mit zugehöriger Get-Methode zurückgeliefert wird. Jetzt das konkrete Beispiel für die Verwendung von Maps. Das Interface Map hat zwei Typparameter. Der erste ist der Schlüssel oder englisch Key, der zweite ist die Information, die zum Key gespeichert wird. Der englische Begriff für diese Information ist meist Value. Eine Map realisiert also eine Abbildung von den Keys in die Values. Der dynamische Typ ist natürlich wieder eine implementierende Klasse, auf die wir hier aber nicht weiter eingehen. In unsere Map fügen wir nun 100 Key-Value-Paare ein. Die Keys in einer Map müssen alle unterschiedlich sein. Wie es in der Mathematik für Abbildungen gefordert ist, wird hier also jedem Key genau ein Wert zugewiesen. Die Values müssen nicht unterschiedlich sein. Zwei Keys dürfen durchaus denselben Value haben, was mathematisch gesprochen nichts anderes heißt, als dass die Abbildung nicht injektiv sein muss. Der Einfachheit halber bilden wir die Keys auf einheitliche Weise aus den Zahlen 0 bis 99. Der Value-Typ hat ja ein Int-Attribut namens Wert. Dieser Wert wird ebenfalls der Einfachheit halber auf einheitliche Weise aus den Zahlen 0 bis 99 gebildet. Mit Methode put von Interface Map fügen wir dieses Paar ein. Und jetzt greifen wir auf einen eingefügten und einen nicht eingefügten Key zu, um zu sehen, was dann jeweils passiert. Diesen Key hatten wir eingefügt. Das bedeutet, dass Methode get den zugehörigen Value zurückliefert. Und tatsächlich kommt die Zahl heraus, die wir eingepackt in ein x-Objekt zu diesem Key gespeichert hatten. Nun ein String, den wir definitiv nicht als Key in die Map eingefügt haben. Auch hier probieren wir mit Methode get einen Value zu diesem Key von der Map zurückzubekommen. Aber stattdessen bekommen wir den Wert 0. Damit beenden wir unsere Betrachtungen von Generics und Collections.